Ein schauriges Hallo von mir hier zum zweiten Teil von Pizza Delivery Interactive Fiction. Das letzte Mal habe ich einfach aufgehört. Das war so gruselig. Und in der Spielbeschreibung steht, wenn der Mann kommt, das Spiel zu Ende. Und danach kam auch nichts mehr. Aber das Spiel ist normalerweise anders. Das war irgendwie ein Fehler. Also spielen wir es nochmal. Okay, go. So, ja, da steht er wieder. Guckt euch den ersten Teil einfach an, dann wisst ihr, was da steht. Wir sind ein fröhlicher, glücklicher Pizza-Auslieferer, der seine letzte Pizza ausliefert. Los geht's. Und schaut euch das Video einfach nachts an, das ist viel gruseliger. Ding dong. Wer ist da? Ich bin Pizza-Lieferer. Hey, komm hoch, bitte komm rein. Ich bin gleich da. So, also es hört sich an, als wäre der Sachse. Leg bitte die Pizza auf den Tisch. Mach ich doch. So, die Pizza ist auf dem Tisch. Und jetzt? Oh mein Gott. Mom. Kannst du mich sehen? Ich habe ein Handy, darauf kann ich sehen. Okay. Das ist eine Frau, jetzt muss ich jetzt ein bisschen höher sprechen. Irgendwas. Das kann ich jetzt leider nicht übersetzen. Scheiße, startet. Aber was startet? Telefoniert eine höllenlange Zeit. Mom. Ich werde zurück sein, wenn der Strom wieder da ist. Wir wollen jetzt die Lampe nehmen. So gehört das im Spiel. Hallo? Scheiße, was war das? Sagt der komische Typ da. Ich weiß nicht, ob es ein junger oder ein Mann ist. Hallo, ich will die Lampe nehmen. Hallo. Ja, danke. Ich denke, irgendwas ist hinter mir. Nein, wir gucken jetzt nicht hinter uns. Nicht hinter uns gucken. 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 Wo sind wir hier? Ah, ich hab runtergeguckt. Okay. Okay, sieht aus wie ein Kinderzimmer. Och, da ist ein schönes Bau. Das ist ja ein Handy, das ist ja ganz schön. Warum können wir das jetzt nicht aufnehmen? Hey, was ist das für eine Korinthenkacker-Scheiße hier? Hallo? Get money for pizza. Sieht aus, als hätten wir jetzt Geld für die Pizza bekommen. Sehr höflich, diese Leute, die hier wohnen. Thank you.
So, wollen die mich jetzt hier verarschen oder was? Was soll denn das für eine Scheiße hier sein? Das können die doch nicht bringen. Hallo, passiert jetzt hier mal was? Eigentlich müsste ich ja jetzt das Handy aufheben können, ne? Aber irgendwie... Dieses Spiel... Ich bleibe ganz ruhig. Okay, wir gehen mal wieder die schönen Treppen herunter. Ein Pferd, Grusel. Vielleicht ist sie runtergegangen. Vielleicht. Mom, bist du hier? Nein, ich bin nicht hier. Oh Gott, schnell hoch. Ja klar, wenn wir unten sind, dann dürfen wir wieder hochgehen. Genau. So sieht's aus. Dann stapfen wir wieder. Stück Pizza. Oh mein Gott, von wem ist nur dieses Blut? Dieses Spiel ist so gruselig. Na, ist schon schön gemacht, die Schrift, ne? Gute Schriftart, gute Schriftgröße, das passt schon. Aber wo geht's jetzt lang? Die Pizza wurde ausgepackt. Da war schon wieder dieser komische Mann, den wir im ersten Teil auch gesehen haben. Jetzt weiß ich's. Das ist das Kind. Das spielt nur Verstecken. Das ist es. Das muss die Lösung sein. Anders kann es ja gar nicht sein. Okay, hier ist nichts mehr. Nur ein schöner Laptop. Boah, Apple, das kann es ja nicht sein. Oder ist es Apple? Ja, schreibt es in die Kommentare. So, wir schauen jetzt mal weiter. Abstrakte Bilder haben sie da in ihrem Haus hängen. Da geht's noch. Hello, lady. Oh my God. My heart can't take this so much. Okay, wir dürfen uns nicht mehr bewegen. I need to stop moving my heart. Nothing real. Ja. Wir sollen uns nicht bewegen, sonst geht das Herz ein bisschen zu schnell und dann kriege ich mal einen Herzinfarkt. Laufe nicht, oder du stirbst. Warte ein bisschen, bis dein Herz sich wieder erholt hat. Okay, das sollte genügen. Oh fuck. Das sieht nicht gut aus. Leben wir noch? Nein, das war der Tod, aber... Ich kann es euch ja jetzt sagen, man kann das nicht überleben. Man wird ja Stunden, Tage, es gibt Idioten, die bleiben da tagelang stehen und warten, bis es sich wieder beruhigt hat.
Das, also bei dem Spiel ist das Ende, wenn diese komische Frau kommt, dich anguckt, abbeißt und du stirbst. Der Download-Link ist in der Beschreibung drin. Schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat. Soll ich mehr so Grüßelsachen machen oder soll ich eher so ein bisschen funny was für die Weicheier machen? Oder doch eher lieber was für die Hartgekochten? Schreibt's in die Kommentare und bis dann. Das war der Gamecheck am Mittwoch. Schaut euch auch unsere anderen Videos an. Über einen Kommentar würden wir uns gruseln, aber auch freuen und bis bald.